Glück auf, grüß euch. Ja, nichts Neues unter der Sonne, sage ich mal. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir schauen hier mal ein paar alte Bilder, alles so, ja, im 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, ja, so bis in die 1920er Jahre, Amerika. Ja, motorisierte Roller. Alles mit, oder die meisten, oder eigentlich alles mit Elektroantrieb. Das lässt sich einfach nachschauen. Ja, das Autopad, ich glaube Holland war es, Niederlande. Gibt es eigentlich nichts Neues, fragt man sich. Das ist ja 150 Jahre her. Und jetzt kommt es neu und wird alles was Neues präsentiert. Hier haben wir die Niederlande. Und es ist nicht so, dass es irgendwie ein Einzelfall ist. Hier haben wir eine komplette Polizeieinheit. Ich gehe davon aus, dass Polizei ist, oder das ist die Post. Das ist sogar die Post mit ihren Rollern. Also, ja, es hat es alles schon mal gegeben. Hier haben wir noch ein ganz altes Bild. Kann man sich auch drüber denken, was man will. Ich lasse da nicht viele Worte hier bei YouTube. Aber es sieht schon sehr danach aus. Ne? Alles schon mal gehabt. Heute wird es wieder als neue Technik verkauft. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es damals, ja, ich nenne es mal mit freier Energie gelaufen ist. Guck dir das an. Wie entspannt kann man da denn seine Kinder chauffieren? ja, keine Ahnung. Alles schon mal da gewesen? Warum war es weg? Warum kommt es jetzt wieder? Warum so lange Gas, Automotor, Benzin, Diesel? Keine Ahnung. Und hier haben wir 1907 alles Elektroautos. Alles. Und hier haben wir, was glaube ich, Nissan Zero Emission, ja, neue Erfindung, ganz brandneu, kommt ungefähr 100 Meilen weit, also 160 Kilometer. Und hier haben wir eins von damals, da sehen wir auch hier 100 Meilen bei einer Ladung. Warum, wenn es damals schon so war, warum heute immer noch nur 100 Meilen oder die 160 Kilometer sind es, glaube ich, habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Ja, ich meine, ich bin der Meinung, dass die damals einfach nur die Pferde weggelassen haben und die Elektromotoren, die waren schon da, die waren noch über nach dem letzten Reset. Das ist meine persönliche Meinung. Hier sehen wir ja, eine Ladestation und ich kann da jetzt nicht erkennen, dass da irgendjemand was bezahlt und diese Ladestation, die hat es überall gegeben, die waren überall verteilt, überall konnte man das Ding laden. An alle Elektroautofahrer. Inzwischen geht es inzwischen, aber es gab eine Zeit, da gab es Elektroautos, aber keine Elektro-Ladestation. Das hat sich ein bisschen geändert jetzt, aber damals waren die überall verteilt. Und wie gesagt, 100 bis 120 Meilen ist man mit den Dingern gekommen von damals. Mit den Pferdekutschen. Ja, nichts Neues unter der Sonne. Da haben wir auch ein ziemlich altes Bild. Ja, sehr ähnlich. Ja? Also, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Ich meine, es hat alles schon gegeben. Hier haben wir sogar noch ein paar Elektro-Trucks, elektronische LKWs, Lastkraftwagen. Das ist sogar ein Original von damals. So sind die Dinger auch rumgefahren. Da ist ganz schön was drauf gewesen. Also, es muss ein ordentlicher Elektromotor gewesen sein, der das da gezogen hat. 3,5 Tonnen da drauf. Also, alle Achtung, zumindest sehe ich das so. Und dann reden wir auf heute alles neue Entwicklung und LKWs, Elektromotor, alles was ganz Neues und was ganz Modernes und es wird uns verkauft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass damals, das hat es damals alles schon gegeben. Es war damals aber freie Energie und dann wurde aber erstmal Öl und Erdgas etc. eingeführt, um ja, ein Abhängigkeitssystem von Strom
herzustellen und breitflächig aufzustellen, damit wir alle wieder in der nächsten Abhängigkeit sind. Meine Meinung. Hier haben wir sogar, ich glaube, das ist ein Bus. Also da kannst du mitfahren. Ein Kettle Drive, Bus. Also sehr interessante Bilder von damals. Und wie gesagt, alles Elektroautos. Ah, hier haben wir die Busse. Ja, da sind ganz schön viele Leute mitgefahren. Das ist schon ein ordentliches Gewicht. Und wenn man sich überlegt, hier haben wir auch den englischen London Electrobus. Oder Electrobus. Ja, elektronischer Bus. Ist da schon rumgefahren und wir fangen heute an, elektronische Busse in die Innenstädte zu bringen, aufgrund dieser CO2, was auch immer. Da fängt man an zu überlegen. Seltsam, seltsam. Also mich wirft das immer in die Ecke, wenn man solche neuen Erkenntnisse, neue Wahrheiten findet. Hier haben wir auch so einen Bus. Klar, ein paar Bilder sind gezeichnet, aber wie ihr seht, den Bus haben wir gesehen, Elektrobus, und der ist gefahren. Ja, ich hätte gern bewegte Bilder von damals gesehen, aber ja, nicht zu finden, nicht auffindbar. Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach, so wie es aussieht, das sind Taxis, ne? So wie es aussieht, haben sie einfach nur die Pferde weggelassen und dann alte Elektromotoren, die sie da gefunden haben, nachgebaut, reingepackt. Aber so wie es aussieht, war damals eine Art freie Energie verfügbar. Also ich glaube nicht, dass da so ein großes Netz war, dass sich das gelohnt hat, mit den Dingern da rumzufahren. Naja, und wie gesagt, 100 Meilen, schon damals erreicht. Heute wird das neue Auto angepriesen mit 100 Meilen Reichweite. Ich glaube, das Auto war von 2010, bin mir nicht ganz sicher, müsste ich nochmal nachschauen. Ja, was soll ich sagen? Pferdekutschen ohne Pferde mit Elektromotor. 1880, 1890, das muss mir einer erklären. Und es ist nicht so, dass es nur eins gegeben hat, sondern es gab Massen. Und wie gesagt, alles Elektromotoren. Das Autopad gefällt mir natürlich auch sehr gut. Sieht ein bisschen alt aus, aber das hat auch ein paar Jahre hinter sich. Ne? Also wie gesagt, das ist für mich unbegreiflich, wie wir heute technologisch dastehen. Ja, fast 150 Jahre nach Elektrobussen, Elektro-LKWs, ist für mich eigentlich völlig unbegreiflich. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es bringt ein paar Leute zum Denken, wie weit wir es gebracht haben und dass wir eine so fortgeschrittene Zivilisation sind. Ja, bis bald.